Aufgeben oder alles geben? Glaub an dich. Erste Bank Sparkasse Running. Schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu Österreich dreht am Rad on Tour und unserer zweiten Live-Sendung aus dem wunderschönen Kitzbühel. Heute Vormittag waren wir ja schon im Hotel Schwarzer Adler und haben über den Kitzbüheler Radmarathon geplaudert. Jetzt sind wir im Lebenberg Schlosshotel zu Gast, auch ein Harris Hotel, und sprechen über den Triathlon. Seit 2006 findet der Triathlon ja in Kitzbühel statt und auch dieses Jahr kämpfen die besten Athletinnen und Athleten im Europa-Cup-Elite hier in Kitzbühel. Und bei mir sind jetzt zwei Vertreter des Triathlon-Vereins in Kitzbühel. Das ist der Obmann Wolfgang Fuchs und Vicky Jöchel, die sportliche Leiterin. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wolfgang, das Wochenende 17. bis 19. Juni wird ein sehr wichtiges für euch, denn der Triathlon steht wieder am Programm und auch für euch ist das ja das Highlight des Sommers. Das ist richtig. Also die Vorbereitungen laufen bereits seit einigen Monaten. Die Terminfindung findet ja bei uns direkt im Anschluss an die Veranstaltung statt. Und dann ist bei uns immer ein bisschen ruhiger. Und wir haben immer einen Termin ausgewählt im Mitte Juni. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen ist es die Zwischensaison in Kitzbühel. Das heißt, da ist ein bisschen ein touristischer Impact auch hier in Kitzbühel und in den Nachbargemeinden. Und dann ist der See schon relativ warm und gewisse Sperren können wir zu der Zeit eigentlich noch ganz gut verantworten. Und geht's los, dann ist es ein bisschen ruhiger, im Herbst ist es ein bisschen ruhiger und im Jänner, Februar geht's dann bei uns eigentlich richtig los. Wir starten mit kleineren Teams, überlegen uns, was wir machen und je näher das zu der Veranstaltung hingeht, umso größer werden die Teams und ja, der Veranstaltungsmodus ist bei uns on. Ja. Und auch letztes Jahr hat es ganz, ganz viele Komplimente von ganz oben bekommen, auch vom Präsidenten des Europäischen Triathlon-Vereins zum Beispiel. Vicky, kann man da zu Recht stolz sein auf die Leistungen des eigenen Vereins? Ja, also man kann sicher sehr, sehr stolz sein auf die Leistungen vom eigenen Verein. Es ist, an dem Wochenende ist eigentlich immer der ganze Verein eingespannt, also die Kinder helfen auf der Strecke, die Age-Group-Athleten starten teilweise selber, ziehen sie dann wieder schnell um und nehmen wieder einen Posten ein, der ganze Vorstand, die ganzen Mitglieder, die wir haben, sind da voll im Einsatz, ja. Genau, und helfen da noch mit. Und es gibt auch neben den sportlichen Leistungen im Wasser und außerhalb des Wassers einiges zu tun und zu sehen. Welches Rahmenprogramm gibt es denn dieses Jahr? Wir haben ja mal diese Gegenstromanlage gesehen in der Kitzbüheler Innenstadt. Gibt es wieder sowas in der Art, Wolfgang? Ja, das Rahmenprogramm steht im Moment noch nicht fest. Also dieser Innenstadtbewerb steht im Moment nicht auf dem Programm. Das ist bei uns immer eine Budgetgeschichte. Wir müssen dann immer schauen, was können wir machen, was können wir veranstalten. Und das Rahmenprogramm, was im Moment einmal relativ sicher ist, das ist die Pasta-Party für die Elite-Athleten, was den Europacup betrifft. Und die Renntage, Freitag und Samstag Nachmittag findet der Europacup statt. Am Samstag gibt es dann noch ein Age-Group-Rennen und einen Staffelbewerb. Und der Sonntag, der 19. Juni, ist ganz dem Triathlon-Nachwuchs gewidmet. Genau, aber das werden wir gleich nochmal sprechen. Und falls Sie letztes Jahr nicht ohnehin live dabei waren, vor den Bildschirmen haben wir noch einige Bilder von der Triathlon-EM 2021 für Sie. We'll be right back.
Dann wir sind wieder zurück mit Wolfgang und Vicky. Wolfgang, wir haben gerade angesprochen, die Try Games stehen dann am Sonntag am Programm, am Triathlon-Wochenende. Und da geht es um Kinder und Jugendliche. Und ich glaube, mittlerweile ist das eine riesengroße Veranstaltung geworden. Ja, die Veranstaltung ist riesengroß. Ist für mich eines der Highlights am Kitzbüheler Triathlon-Wochenende. Wir haben in der Vergangenheit zu normalen Zeiten bis zu 350 Teilnehmer gehabt von 6 bis 19 Jahren. Also über 15 Nationen, und das ist schon gewaltig, das ist einzigartig in Österreich, in Europa, das gibt es sonst eigentlich nirgends. Und man merkt das schon immer im Herbst, wenn es an die Urlaubsplanung geht, wir bekommen Anrufe, E-Mails aus ganz Europa mehr oder weniger, wann, ob der Termin schon feststeht für die Kids Tree Games, weil die Athleten, die Familien, die planen nach dem und die freuen sich, wenn sie zu uns kommen. Es ist bei uns was ganz was Besonderes, das Flair, die schöne Gegend. Wir behandeln groß und klein, wir behandeln alle gleich, und das ist einfach eine coole Stimmung bei uns, der blaue Teppich, und jeder will da bei uns dabei sein. Und ja, wie gesagt, ich habe 350 Teilnehmer bis 400 haben wir schon gehabt. Am 2. Februar, seit 2. Februar ist die Online-Anmeldung möglich. War ganz lustig, wir haben ein kleines Problem gehabt bei der Anmeldung und wir haben in der Nacht noch E-Mails gekriegt, ja bitte unbedingt, wir wollen dabei sein. Und nach zwei Tagen, glaube ich, haben wir schon 50 Anmeldungen gehabt. Und heute habe ich nachgeschaut, 194 Teilnehmer aus 8 Nationen. Also da können wir uns auf einiges freuen, auch was die Kinder betrifft. Vielleicht erzählen Sie uns noch ein bisschen über den Triathlonverein in Kitzbühel. Wie viele aktive Mitglieder habt ihr und was sind vielleicht so eure kleineren Saison-Highlights jetzt neben dem Triathlon-Wochenende im Juni? Ja, der Triathlon-Verein Kitzbühel ist ein kleiner, aber sehr feiner Verein. Wir haben 156 Mitglieder, davon haben wir 51 Kinder, 20 Age-Group-Athleten, die was sie selber organisieren. Und Highlights, ja, wir haben mehrere Highlights. Die Saison wird bei uns traditionell mit dem Triathlon-Trainingscamp im April eingeleitet. Die hartgesottenen Age-Group-Athleten gehen teilweise schon im März, April im Schwarze schwimmen, wenn es die Eisdecke zulässt. Und dann geht es weiter nach dem Trainingscamp. Ich sehe schon das Kitzbüheler Triathlon-Wochenende, steht dann schon vor der Tür. Und dann traditionell zu normalen Zeiten, was wir ja heuer wahrscheinlich wieder haben werden, gibt es dann im Herbst immer die Vereinsmeisterschaft, wo es jetzt nicht nur um die Sportliche geht, sondern geht es auch um Zusammensitzen, was Gutes essen, einfach den Saisonabschluss feiern. Und das ist uns sehr wichtig und das wollen wir an dem Tag zelebrieren. Und für mich schon ein weiteres Highlight ist auch immer im Winter beim Hahnenkammrennen. Im Zuge des Hahnenkammrennens haben wir immer einen Verkaufsstand. Und da zählt es dann zu der harten Zeit, da zählen wir dann auf die Vereinsmitglieder. Und das ist für uns einfach eine Möglichkeit, in der Fanzone ein bisschen Geld für den Verein zu verdienen. Ja, was, wie du gesagt hast, schon sehr wichtig ist, gerade wenn man so ein riesengroßes Event ausrichtet. Okay, wir werden heute noch ganz viel über den Nachwuchs in Kitzbühel, jetzt nicht nur im Triathlonsport, sondern auch in anderen Sportarten sprechen. Wie schaut es denn mit dem Nachwuchs beim Triathlon aus in Kitzbühel? Wo und wann wird da trainiert? Und vor allem, wie viele Nachwuchsathleten habt ihr im Club? Genau, also wir trainieren im Moment im Winter eigentlich nur schwimmen, zweimal in der Woche, immer in der Aquarena. Und wir haben eigentlich recht viele Kinder, die zum Training kommen. Also das sind so immer um die 30, 35 verschiedene Kinder, die das Training besuchen. Und viele Kinder von uns, die machen nicht nur Triathlon, sondern die sind in Kitzbühel einfach ein bisschen schwierig, wenn es so viele Vereine gibt und so viele unterschiedliche Sportarten. Jetzt müssen wir da immer ein bisschen schauen, dass wir uns auch untereinander ein bisschen abstimmen. Aber eben wir trainieren Montag und Donnerstag im Moment schwimmen in der Aquarena. Und sobald die Schneedecke und die Temperaturen ein bisschen wärmer werden, werden wir mit unserem Koppeltraining, also Rad- und Lauftraining, wieder starten in der Langau. Und gibt es bei euch schon einige hoffnungsvolle Talente im jungen Triathlon-Nachwuchs in Kitzbühel? Genau, also wir haben sicher ein paar Kinder, die sicher in nächster Zeit vielleicht recht gut werden könnten. Ja, wir haben da ein paar, die sind in Tiroler Nachwuchskader und auf Tiroler Ebene mischen die ziemlich weit vorne mit. Ja, also die sind, vielleicht kann man die ja mal in Kitzbühel dann bei einem der größeren Bewerbe sehen. Ja, das hoffen wir natürlich. Viktoria, dir darf man ja auch gratulieren, und zwar zur Wahl ins Präsidium des Tiroler Triathlonverbands. Da kommt dann einiges an Arbeit auf dich zu, schätze ich. Genau, das ist jetzt noch nicht so lang. Also das hat, also die Wahl war erst vor kurzem und jetzt startet dann die Arbeit und schauen wir mal, ich hoffe, dass ich dem, also dass ich das so
das gleich gut machen kann als wie mein Vorgänger. Wir wünschen auf jeden Fall alles, alles Gute. Wolfgang, abschließend vielleicht noch, so eine Veranstaltung, haben wir heute in der Früh auch schon über den Kitzbüheler Radmarathon gesprochen, ist natürlich nicht möglich ohne die Unterstützung von Sponsoren, von Helfern, von Gönnern. Wen habt ihr da im Boot und wer hilft euch da auch tatkräftig vor Ort dann am Rennwochenende? Ja, du sagst es, Veranstaltung, Vereinsleben ist ohne Sponsoren eigentlich nicht möglich. Wir haben sehr gute, sehr treue Sponsoren schon seit langer, langer Zeit. Allen voran natürlich die Gemeinde Kitzbühel. Wir können für das Training, für unseren Nachwuchs die gesamte Infrastruktur nutzen. Das ist sehr wichtig. Auch natürlich für die Veranstaltung ist Kitzbühel, die Gemeinde Kitzbühel, Kitzbühel Tourismus mit den beiden Bauhöfen sehr wichtig für unsere Veranstaltung. Ohne die Bauhöfe zum Beispiel wäre es fast nicht möglich, das alles aufzubauen und das alles zu stimmen. Dann haben wir noch Vereinssponsoren, Großteils aus Kitzbühel, die Sparkasse Kitzbühel, die Bergbahn AG Kitzbühel, die Stadtwerke zum Beispiel. Dann haben wir Elektrotechnik Exenberger, Quellfisch Resort und der Kitzbühel Anzeiger. Das sind alles sehr treue Sponsoren, was wir schon seit langer Zeit haben. Und dann kommt es natürlich darauf an, was wir Veranstaltung veranstalten. Ob das jetzt eine Europameisterschaft ist, dann haben wir natürlich auch das Land Tirol und den Bund im Boot. Und dann haben wir unzählige, unter Anführungszeichen, Kleinsponsoren, die was uns einfach im Zuge der Veranstaltung unterstützen. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich das alles erwähnen würde. Generell ja, wenn der Martin dann anfängt zu winken, dann müssen wir weiter tun, aber noch geht's. Okay. Na, generell liegt mir das am Herzen, einfach mich zu bedanken jetzt und möchte gerne die Chance nutzen, mich zu bedanken bei unseren langjährigen Sponsoren, treuen Sponsoren für die langjährige Unterstützung auf einer sehr freundschaftlichen Ebene. Wir fühlen uns sehr wohl, wir fühlen uns in der Gemeinde als Verein sehr wohl und das ist sehr wichtig und deswegen glaube ich, sind wir in der Lage, eine gute Veranstaltung zu organisieren und dem Nachwuchs geht gut und das ist das Wichtigste. Genau, so ist es. Also alle helfen zusammen. Viktoria, vielen Dank und alles Gute dann im Juni und bei deiner neuen Aufgabe. Danke dir. Wolfgang, wir sehen uns am Ende der Sendung noch einmal. Gerne. Zur richtigen Einstimmung haben wir jetzt ein paar Bilder für Sie vorbereitet, und zwar von der Tourismusregion Kitzbühel. Und ich hoffe, dass Sie dann zumindest dann auf den Geschmack kommen und uns dann hoffentlich im Juni beim Triathlon besuchen kommen. Es ist Zeit, das Navi abzudrehen und der Nase nachzugehen. Ja, wie Sie merken, bei uns geht alles sehr, sehr schnell. Es gab einen fliegenden Wechsel und bei mir sind jetzt Roman Zwietrag, er ist der Rennleiter und kommt auch vom Triathlon in Kitzbühel, vom Triathlonverein, und Stefan Püringer von Kitzbühel Tourismus. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke, hallo. Roman, es geht wieder alles um den Schwarze im Juni. Letztes Jahr hatten wir ja die Supersprint-Europameisterschaft in Kitzbühel. Das Feedback war wirklich, wirklich gut. Was habt ihr so gehört von den internationalen Kontakten? Ja, also wie du schon sagst, das Feedback war wirklich super, ganz, ganz viel positives Feedback bekommen. Triathlon an und für sich ist noch eine sehr junge Sportart und im Elite-Bereich wird noch viel um Land probiert, am Format. Es gibt einige, sage ich mal, Adaptierungen, man will das Ganze ein bisschen spannender, ein bisschen schneller, ein bisschen attraktiver machen. Und ja, diese Änderungen und diese Neuerungen fallen da in Kitzbühel auf fruchtbarem Boden mit dem Schwarze, mit der Landschaft rundherum, haben wir super Möglichkeiten, das umzusetzen. Und deswegen, ja, war positiv und wir freuen uns schon auf heuer. Ja, Stefan, wir haben heute Vormittag mit deiner Kollegin, mit Frau Dr. Viktoria Weider-Walzer schon darüber gesprochen. Ein wichtiger Bestandteil des Markenbildungsprozesses ist ja dieses Puzzleteil Outdoor Active und da ist der Triathlon, passt da natürlich perfekt dazu und natürlich auch zur Marke Kitzbühel. Ja, richtig. Also Sporttradition wird ja sehr hoch geschrieben seit Jahrhunderten, kann man sagen, mit Franz Reisch, dem Skifahren. Kitzbühel hat durch natürlich auch seine touristische Ausrichtung Wurzeln im Golf, im Tennis und ist damit auch als Destination groß geworden. Und der Triathlon passt dann natürlich, wie du bereits gesagt hast, wie ein Putzleteil in ein großes Ganzes. Und der Roman hat es eh schon angeschnitten, wir haben einfach ein tolles Setting. Wir haben die Grasberge, wir haben das Kaisergebirge. Ist einfach atemberaubend und ist auch für die Athleten, sage ich mal, eine große Herausforderung, in diesem Setting Sport betreiben zu dürfen. Und beim Triathlon kommt noch hinzu, dass drei Sportarten, die hier auch sehr stark gelebt werden, betrieben werden. Das ist das Schwimmen, wie im Schwarzsee, das Radfahren, das Roadbike-Fahren und dann auch das Laufen mit dem Trailrunning.
Und das passt für uns natürlich als Tourismusregion perfekt ins Programm im Sommer. Ich wollte gerade fragen, was eben Kitzbühel qualifiziert für die Ausrichtung so eines Events. Du hast es mir eh schon vorweggenommen. Aber was da vielleicht noch dazu kommt, ist auch die Erfahrung der Bevölkerung und die Infrastruktur, die wir auch, wenn man ans Personal denkt, haben in Kitzbühel. Richtig, da ergeben sich natürlich wunderbare Synergien. Also es ist einfach ein sehr starkes Sport-Know-how da, auch mit intakten, gesunden Vereinen, die Sommer wie Winter sich wirklich ins Zeug hauen und da mit Herzblut dabei sind. Und da können wir als Tourismusregion wirklich dankbar sein. Und das möchte ich einem Roman nochmal aussprechen. Ihr seid da echt immer mit Herzblut dabei, das spürt man. Und das kommt natürlich auch beim Gegenüber, bei den Athleten und bei den Zusehern an. Jetzt schauen wir auf den Triathlon 2022. Roman, in welchem Format findet denn der Triathlon dieses Jahr bei uns statt? Ja, es war 2021 ein spannendes Format. 2022 setzen wir noch eins drauf. Also es wird noch spannender. Es gibt wieder dieses Ausscheidungsformat, also zwei Renntage für die Eliteathleten. Am Freitag finden die Vorläufe statt. Daraus qualifizieren sich dann die Top 30 für das Finalrennen am Samstagnachmittag. Und was heuer neu ist, das Finalrennen wird so stattfinden, dass praktisch 30 starten. Dann ein ganz kurzer Triathlon, kurz darauf folgt ein erneuter Start, nur mehr mit 20. Wieder ein neuer Triathlon, nur mehr den letzten 10 und die letzten 10 machen dann das Battle bis zum bitteren Ende und der Sieger wird praktisch nach dem dritten Rennen dann gekürt. Gell. Also es ist noch spannender, noch schneller, noch kürzer irgendwie auch. Und auch ganz neu eigentlich. Ist ein neues Format. Weltpremiere war letztes Jahr in Montreal bei dem Weltcup. In Europa wird Kitzbühel heuer das erste Mal dieses Format ausgetragen. Wir freuen uns schon drauf. Es ist ein bisschen organisatorisch, ein bisschen eine Challenge. Aber das werden wir schon hinbringen. Auf jeden Fall. Und wer letztes Jahr nicht live dabei war, da haben wir noch einige schöne Bilder vorbereitet von den Tree Games mit den Kindern und vom Triathlon selbst. Also richtig spektakuläre Bilder vom Triathlon 2021. Roman, der Präsident des Europäischen Triathlonverbandes, Renato Bertrandi, sagte, Kitzbühel never let us down. Woran liegt das, dass Kitzbühel so ein verlässlicher Partner ist, wenn es um die Ausrichtung des Triathlons geht? Ja, ich glaube, es ist ein Gesamtpaket. Gell? Auf der einen Seite, es fühlen sich alle wohl hier in Kitzbühel, sei es die Zuschauer, die Athleten, die offiziell natürlich auch. Gell? Die Akzeptanz in der Bevölkerung und von Tourismusverband, von der Stadt ist sehr, sehr hoch. Die Stadt selber steht dahinter, das merkt man. Und alles zusammen, glaube ich, ist, was es dann letztendlich ausmacht, dass einfach das, ja, es funktioniert super. Und dieser Funke springt dann über auf die Athleten. Und das macht's aus. Ja, und ich glaube auch eben auf die Zuschauer. Stefan, Kitzbühel etabliert sich ja immer mehr als Ganzjahresdestination. Da helfen die schönen Bilder vom Schwarzsee wahrscheinlich auch ganz gut mit, oder? Ja, richtig. Also wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, der Sommer und auch der Herbst entwickeln sich sehr, sehr gut. Auch mit der Klimaerwärmung ist das richtiger und wichtiger Bestandteil. Und Sportveranstaltungen und besonders in diesem Ausmaß Sportgroßveranstaltungen mit dementsprechender medialer Wirkung sind auch ein Vehikel für Tourismuswerbung. Ja. Und wenn man dann noch Produkte dahinter findet, wie tolle Mountainbike-Strecken, Laufstrecken und eben so einen wunderschönen See zum Schwimmen im Sommer, dann ist das perfekt. Roman, bei euch ist ja der Triathlon mittlerweile eine Family Affair. Deine Tochter Marilena hat ja mit uns kommentiert letztes Jahr bei K19 und jetzt ist sie in puncto Rennleitung auch schon involviert. Das ist richtig, ja. Also vor 30 Jahren waren wir selber noch aktiv im Verein. Mittlerweile die nächste Generation am Zug.
sportlich als auch die nächste Generation, was dann auch das Vereinsleben betrifft, was die Organisation der Veranstaltung betrifft. Und das hilft, das unterstützt. Und wir sind natürlich froh, wenn wir Know-how weitergeben können und die, sagen wir, die Veranstaltung weiter besteht und Fortbestand besteht. Also so soll es sein, so soll es weitergehen. Genau, ja. Der Verein lebt eben mit den jungen Mitgliedern. Genau. Weiter. Stefan, wir haben heute schon die geschäftsführende Obfrau von Kitzbühel Tourismus festgenagelt, dass sie beim Kitzbüheler Radmarathon mitmacht, zumindest in der Staffel, vielleicht erst 2023, aber das wird sich herausstellen. Wie schaut es denn bei dir aus mit Triathlon? Ja, also ich bin eigentlich von Anfang an dabei. Also ich habe 2006, glaube ich, war das mit dem Europacup wieder gestartet. Ich bin, sage ich mal, ein begeisterter Schwimmer, ein Läufer im Radlfahren. Tut mir ein bisschen hart, also bei einer Firmenstaffel würde ich unter Umständen mitmachen. Das haben jetzt alle gehört, Stefan. Ja, also Kitzbühel Tourismus. Bin ich dabei, muss ich schauen im Team, ob sie noch wer begeistern kann. Da finden wir auf jeden Fall jemanden. Vielen, vielen Dank, Stefan Büringer, Roman Zwietrak. Wir sehen uns allerspätestens dann im Juni. Und wir müssen jetzt den einzigen On-Air-Wechsel hier machen. Vielen Dank an euch beide. Und zu uns kommt jetzt Danke. Johannes Lehberger. Er ist der Hoteldirektor hier bei den Harisch Hotels im wunderschönen Lebenberg Schlosshotel. Hallo Johannes. Vielen Dank erstmal, dass wir heute da sein dürfen im Studio. Vielen Dank, dass ihr auch Partnerhotel seid beim Triathlon. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit? Ja, ich glaube, das liegt bei den Harisch-Betrieben auch ein Stück weit in der DNA. Wir sind alle sportbegeistert und dementsprechend sind wir natürlich jetzt auch froh, als Partnerhotel dieses Jahr dann mit am Start zu sein hier am Lebenberg. Und du hast es gerade gesagt, ihr seid sehr sportbegeistert. Das weiß ich auch von deinen Kollegen. Ihr habt ja Lauftreff, also da gab es schon ganz viele Dinge. Welche Initiativen setzt ihr da auch für die eigenen Mitarbeiter? Ja, das ist jetzt natürlich eine andere Veranstaltung, aber jetzt Wings for Life ist ja jetzt im Mai am Start. Da haben wir mit dem Paul, unserem Fitnesstrainer, jetzt auch schon ein Programm zusammengestellt und natürlich auch in Vorbereitung auf den Triathlon, wo wir dann vielleicht auch mit dem Paul oder mit dem einen oder anderen noch an den Start gehen. Natürlich jetzt nicht im Spitzenfeld, aber dennoch einfach dabei sein ist alles. Ja. Ich weiß, dass du familiär auch mit Triathlon zu tun hast. Worin besteht für dich die Faszination Triathlon? Ja, faszinierend finde ich es einfach, weil Kitzbühel als Stadt und als Gemeinde sehr viel auch für den Nachwuchs tut. Auch vielen Dank nochmal da an die Vicky. Meine Tochter ist seit einem Jahr mit dabei und voll auf begeistert und hat jetzt, glaube ich, soweit auch kein einziges Training verpasst. Und schauen wir mal, ob es dann vielleicht auch mal für den stärkeren Wettkampf reicht. Aber wie gesagt, das ist eine große Begeisterung und es ist einfach auch schön, die Gemeinschaft dann auch mal mitzuerleben, weil das sind dann auch, wie gesagt, auch so Familien feiern, wenn man dann mal zum Triathlon fahren darf. Also das macht schon wirklich sehr viel Spaß. Jetzt haben wir gerade mit Stefan Püringer und heute Vormittag auch mit den anderen Vertretern von Kitzbühel Tourismus darüber gesprochen, dass Kitzbühel immer mehr auch sommerlastig wird. Macht sich das auch schon in der Auslastung bei euch bemerkbar? Selbstverständlich. Ich meine, nach wie vor ist natürlich pandemiebedingt das Ganze sehr kurzfristig geworden. Aber die Hoffnung ist sehr groß, dass jetzt auch dieser Sommer wieder dieselben Besucherströme bringt wie letzten Sommer. Vielleicht kann man noch einen draufsetzen. Also wir sind auf jeden Fall bereit und freuen uns dann auf jeden Fall jetzt dann auch natürlich im Hinblick auf den Triathlon auf eine starke Sommersaison. Vielen, vielen Dank nochmal an euch für die Unterstützung bei allen Radsport-Events dieses Jahr. Danke, Johannes Lehberger. Vielen Dank. Und bevor es jetzt weitergeht mit dem Präsidenten des Tiroler Triathlon-Verbands, Julius Garmen, und dem Tiroler Triathleten Cheppe Keindl, gibt es noch ein paar schöne Impressionen vom Triathlon 2021. Thank you.
Ja, und jetzt stehen zwei Herren bei mir, die den Triathlon in Tirol nachhaltig prägen. Und das ist zum einen der Präsident des Tiroler Triathlonverbandes, Julius Garmen, und die Tiroler Nachwuchshoffnung, Cheppe Kjeindl. Herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Julius, wir haben uns das letzte Mal beim Triathlon in Kitzbühel gesprochen. Da hast du gesagt, Tirol hat einige große Talente am Start. Wie geht's denn diesen Talenten? Denen geht's ausgezeichnet und die Talente werden immer mehr. Und man sieht ja auch, dass der Nachwuchs vom Kindertriathlonzug aus bis hinauf zur Elite, wie der Cheppe, der neben mir steht, bereits darum kämpfen in Richtung Olympia 2024. Und da blüht mein Herz natürlich auf. Genau, aber das sprechen wir dann eh noch über diese Olympia-Qualifikation, die ja im Mai jetzt schon losgeht. Cheppe, bei dir hat die Saison ja schon gestartet. Erzähl uns mal, was sich bei dir so tut und was am Programm steht. Ja, also wie gesagt, das Training ist schon ja, eigentlich seit im Oktober im vollen Gange wieder auf die neue Saison. Und jetzt in zwei Wochen beginnt es dann mit dem ersten Europacup in Portugal. Ja, und dann Schlag auf Schlag, Woche für Woche, fliegt man um die Welt eben für die angesprochene Olympia-Quali, die heuer im Mai dann beginnt. Ich habe gelesen, dass die Kaderathletinnen und Athleten dieses Jahr in Thailand waren, wieder im Februar, was ja eigentlich eher ungewöhnlich ist, aber es hat auch viele Vorteile für euch, oder? Ja, bei Thailand denkt man jetzt nicht unbedingt an Training, muss ich sagen, aber es sind überraschend sehr gute Trainingsverhältnisse da. Ja, wir wollten auch den Hitzereiz da mal ausprobieren, weil wir echt sehr viele Hitzerennen haben. Und ja, das war ein sehr, sehr erfolgreiches Trainingslager. Wie fühlst du dich im Moment körperlich, beziehungsweise was sind jetzt deine stärkeren beziehungsweise schwächeren Disziplinen? Also wo musst du vielleicht noch ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer holen und wo holst du es wieder rauf? Ja, also ich denke, am besten fühle ich mich am Rad. Ich muss sagen, da kann ich am meisten Akzente setzen, aber jetzt über den Winter habe ich auch sehr an der Schwimm- und meiner Laufform gearbeitet und bin ich gespannt jetzt bei den ersten Rennen, wie es ausschaut. Julius, letztes Jahr, wie wir uns gesehen haben, war gerade die Vorbereitung für die Olympischen Spiele, die ja mit einem Jahr Verspätung dann in Tokio stattgefunden haben. Jetzt geht die Quali schon wieder los. Gefühlt ist Luis Knabel gerade erst aus Tokio zurückgekommen und es geht schon wieder weiter für die Athleten. Ja, das stimmt. Die Athleten haben natürlich jetzt nicht so viel Zeit. Weil wir wissen ja, im Triathlon müssen sich die Elite-Athleten ja mit Punkten überhaupt einmal für die Olympia-Auswahl qualifizieren. Danach kommt das Olympische Komitee, der nationale Verband. Und wie gesagt, nachdem der Luis ja so viel Pech gehabt hat. Bei der Olympiade war er ja erstmalig als Mann aus Tirol sozusagen. Wir hatten ja zwei Damen aus Tirol, vielleicht kann man auf die einer zu sprechen. Ja, und ich glaube, die Athleten sind jetzt voll gefordert und da bedarf es auch eines ganz, ganz genauen und korrekten Zeitplans, wo die Athleten starten, damit sie möglichst viele Punkte machen können. Ja, und in wenigen Minuten sind wir wieder zurück und dann erzählt Julius Garmen, wie es sich anfühlt, der am längsten dienende Verbandschef in Österreich zu sein. Wir sind zurück mit Julius Garmen und Cheppe Kjeindl. Julius, wir haben schon gesagt, du bist der am längsten dienende Verbandschef in ganz Österreich. Du hast viel gesehen in deinem Funktionärsleben. Was macht denn für dich die Faszination Kitzbühel aus? Die Faszination Kitzbühel kann ich so umschreiben. Ich bin ja in St. Jan in Tirol geboren, gleich da daneben. Und mir, wie es so schön heißt, seine Hansa, haben alle ein bisschen neidisch auf die Kitzbühler geblickt. In der Jugend und in der Kindheit, das hat sich natürlich komplett geändert mit dem Triathlon. Weil es gab ja schon mit der Familie Bachmann Triathlons, wie ich ganz junger Präsident war, also ein Frischgefangener war sozusagen. Und es hat mir eigentlich hier immer dieser gewaltige Einsatz des Vereins, das Engagement und natürlich auch das Ambiente rundherum, das ich zwar auch schon gut kenne,
hat mich einfach begeistert und Kitzbühel war schon immer ein wunderschöner Ort und für Triathlon prädestiniert. Und Kitzbühel ist ja, Cepe, auch für dich was Besonderes, weil für dich als Tiroler ist das quasi ein Heimrennen. Ändert das noch ein bisschen was an der mentalen Einstellung, wie man ins Rennen reingeht? Ja, auf jeden Fall. Also Kitzbühel ist für mich wirklich das Heimrennen. Und es ist echt schön, dass jetzt ja wieder da ein internationaler Top-Bewerb stattfindet. Und ich meine, es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man auf der Strecke ist und jeder Zweite kennt die und feiert die. Das ist ja ganz ein schönes Gefühl und das, da bin ich jetzt ja wieder froh, wenn ich da dabei bin. Ja, wir werden dich auf jeden Fall anfeuern. Julius, was ist denn so ein Highlight, auf das du dich aus Tiroler Sicht jetzt abseits von Kitzbühel freust? Highlight, ich freue mich, wenn die Verbandsvereinsarbeit im Tiroler Verband und im ganzen Bundesgebiet Tirol so weitergeht. Die Ziele gehen uns ja nicht aus. Man hat uns ja schon damals gesagt, 2004, wie Ketellen Olympiasiegerin geworden ist, ja, was sind die nächsten Ziele? Die haben wir natürlich jetzt laufend. Die Ziele werden natürlich immer größer. Und es macht Freude, in einem Verband als Präsident mit einem Team zu arbeiten, das engagiert nach vorne schaut. Du hast vorher schon eure beiden Damen, die im Kader sind, aus Tirol angesprochen. Das sind Magdalena Früh und Therese Feuersinger. Wie geht's den beiden und was sind so die Ziele, die du für sie siehst dieses Jahr? Ja, bei der Therese muss ich sagen, da bin ich froh, dass es ihr wieder besser geht. Ich konnte sie ja bei der Generalversammlung auch persönlich begrüßen. Sie hatte ja eine Schulteroperation und die Therese ist auch wieder am Weg retour. Man wird sehen, wie es ihr gehen wird, aber mit zwei Damen wieder in Richtung, sagen wir mal, Olympia 2024 schauen zu dürfen, man muss immer vorsichtig sein, ist natürlich noch der Eva Dollinger, damals Brambeck und Kredellen, hatten wir ja schon zwei Tirolerinnen dort, ist es natürlich für mich als Präsident, der 50% jetzt endlich im Präsidium auch Damen hat, eine große Freude. Ja, das glaube ich dir. Und Cepe, apropos Olympische Spiele 2024, du hast in einem Interview gesagt, das ist das große Ziel natürlich für dich mit deinen 22 Jahren. Allerdings läuft die Qualifikationsfrist bereits ab Mai für 2 Jahre. Wie gehst du gedanklich in diese Saison rein? Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall eine intensive Saison, die was im Blick auf die Spiele 2024 schon sehr entscheidend sein wird, weil man, wenn man von Anfang an einfach die Punkte hat, dann leichter in die Rennen reinkommt. Und ja, 2024 ist das große Ziel für mich. Ich weiß, ich bin nur ein junger Athlet, das wird sicher keine leichte Aufgabe, aber ich werde alles probieren und ja, hoffe, dass es gut geht. Wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, du bist 22 Jahre alt und am Zenit ist man meistens so mit Ende 20, Anfang 30. Mit dem muss man ja auch irgendwie umgehen, dass man weiß, vielleicht schafft man jetzt noch nicht diese großen Coups, die man sich vielleicht vornimmt. Ja, genau. Also ich denke generell im Ausdauersport ist so, dass man einfach Ende 20, Anfang 30 sein höchstes Leistungsniveau hat. Das kommt halt einfach mit den Trainingsjahren. Und da muss man als junger Athlet, der sehr motiviert ist, oft ein bisschen ruhig bleiben und auch auf die erfahrenen Athleten hören. Aber ich denke, man kann es probieren und wenn es gut geht, dann passt es. Julius, wir haben also viele hoffnungsvolle Athleten, auch im Tiroler Kader. Was glaubst du, braucht es noch zur absoluten Weltspitze bei uns? Meinst du jetzt im Tiroler Kader oder im Tiroler Kader? Im Tiroler Kader haben wir die Weltspitze ja schon längst erreicht. Also wir sind in der Weltspitze vertreten. Man darf ja nicht vergessen, zum Beispiel auch der Cepe, der da neben uns steht, der hat es geschafft, in kürzester Zeit im Weltcup starten zu dürfen und dort auch schon, kann man fast sagen, einen Stammplatz hat. Das ist ja nicht selbstverständlich. Man muss sich ja hinaufarbeiten und aus Tiroler Sicht haben wir natürlich aufgrund der extrem guten Nachwuchsarbeit in den Vereinen. Und der Wolfgang hat es ja zuerst erwähnt, wenn man eine Kinderveranstaltung hat mit fast 400 Startern und daraus auch der Cepe hervorgekommen ist und x andere Tiroler Athleten, dann sind wir am richtigen Weg. Denn ohne Nachwuchs kriegst du keine Elite. Und wir haben es ja auch bei der Teamstaffel gesehen, letztes Jahr bei der Europameisterschaft. Genau so ist es. Und bei der Europameisterschaft hat man gesehen, es waren zwei Tiroler dabei natürlich. Aber ich glaube allgemein, auch mit Luis Knabel, den wir ja jetzt heute noch nicht erwähnt haben, aber der Luis hat sich ja geschworen nach seinem unglücklichen Verlauf in Peking, dass er wirklich Pech gehabt hat, noch dazu mit seinem besten Freund zusammengebracht ist, ein Trainingspartner. Also die sind motiviert, die Jungs und die Madeln, wie wir so im Unterlandlerischen sagen. Und ich glaube schon, dass wir noch viel Freude haben werden mit unseren Eliteathleten. Das glauben wir natürlich auch. Vielen, vielen Dank, Julius Garmen. Viel Erfolg für diese Saison, Cepe. Wir sehen uns im Juni am Schwarzsee und da werden wir da gehörig die Daumen drücken. Alles Gute. Danke. Danke. So, wir haben noch einige Bilder von den wunderschönen Harisch-Hotels für Sie vorbereitet. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für die wunderschönen Studios.
Ja, wir haben es heute schon angesprochen. Wir schauen uns auch den anderen Nachwuchssport in Kitzbühel an. Und dazu sind jetzt bei mir der Michael Wieser vom FC Eurotours Kitzbühel und Manfred Bachmann. Er ist der Biathlon-Referent beim Kitzbüheler Skiclub. Herzlich willkommen. Hallo. Michael, wie ist denn der Stand der Dinge beim Fußballclub Kitzbühel, was jetzt den Nachwuchs betrifft? Ich habe gehört, ihr habt ja einiges an Teams am Start. Ja, wir haben 11 Mannschaften, ca. 150 Kinder, die bei uns regelmäßig trainiert werden, von 22 TrainerInnen. Wir haben auch 2 Mädels als TrainerInnen. Und von den 22 sind 15 ausgebildet im Tiroler Fußballverband-System. Und wir bestreiten ca. Ja, über 1000 Trainings pro Saison. Und über 150 Meisterschaftsspiele und noch ca. 20 Turniere von den kleinen U7, U8, U9. Und es sind ja auch einige Fußballspielerinnen mit dabei. Richtig, wir haben für meine Begriffe noch zu wenig und ich bin immer dahinter, dass wir vielleicht einmal eine Damenmannschaft, eine Mädchenmannschaft zusammenbringen. Aber mittlerweile, bis dorthin müssen wir sie integrieren in die Bubenmannschaft, was ja nicht zum Schaden der Mädels ist, weil sie sind sehr stark und wir haben in der U15 2 Spielerinnen, die in der Tiroler Auswahl spielen und kaum abfallen bei den Buben. Und insgesamt haben wir also über 10 Mädels und ich hoffe, dass wir die Ressourcen frei da spielen, dass wir mal eine Mädchenmannschaft etablieren. Aber bei so einem Riesenbetrieb kann man sich vorstellen, dass nur eine weitere Mannschaft schon an die Grenzen geht. Ja, und Riesenbetrieb ist beim Fußballclub keine Übertreibung, also da ist wirklich einiges los. Auch beim KSC, beim Kitzbüheler Skiclub ist es so. Manfred, wie schaut es bei euch aus mit Nachwuchs? Du bist ja für die Biathleten zuständig. Ja, der Kitzbüheler Skiclub besteht ja seit 1902 und schon in den Statuten steht drinnen, dass die Aufgabe des Vereins oder eine der Aufgaben des Vereins die Nachwuchsarbeit ist und das macht der Skiclub natürlich sehr gerne und der Vorstand steht dahinter. In Kitzbühel gibt es natürlich sehr viele Vereine und sehr gute Vereine und es fischt jeder aus dem gleichen Ressort und wir können uns aber im ganzen Club, es gibt 8 verschiedene Disziplinen im Verein, kann sich keiner über die Kinder oder den Nachwuchs beklagen. Ich habe vorher schon gehört, es ist ja manchmal so, dass ein großes Talent im Skiclub ist und dann geht aber eigentlich schon die Fußballsaison los, muss aber später einsteigen, weil es ist noch Langlaufen am Programm oder Ähnliches. Wie spricht man sich da vielleicht untereinander auch ab? Ich finde zum Beispiel bei den Kindern oder Schülern das Fußballtraining sehr gut, weil es viel koordinative Sachen sind und ich befürworte das. Natürlich, wenn sie dann älter werden, dann müssen sie spezialisieren, wenn sie dann in eine weiterführende Schule gingen, die nach Stams oder nach Saalfelden, da müssen sie sich dann schon entscheiden, was machen. Aber im Kinderschülerbereich ist, wenn sie viele Sportarten machen, einfach gut, weil sie einfach in vielen Sachen ausgebildet werden. Jetzt ist beim KSC der Druck schon ein sehr großer. Ich weiß noch, wie das bei mir als Kind war und jetzt auch bei meinen Kindern. Bei der Geburt kriegt man quasi schon die KSC-Mitgliedskarte mit nach Hause aus dem Krankenhaus. Riesengroße Talente kommen aus eurer Nachwuchsschmiede. Man schaut rauf zur Medaillen. Ausstellung oben am Kitzbüheler Hahnenkamm. Ist man da schon wieder auf der Suche nach der nächsten Lisa Hauser, nach dem nächsten Toni Seiler? Natürlich, der Kitzbüheler Skiclub kann 53 Medaillen bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften vorweisen. Aktuell haben wir mit der Hauser Lisa natürlich ein Aushängeschild, was Gott sei Dank oder glücklicherweise aus meinem Referat kommt, wobei da mehr eigentlich der Langlauftrainer Ernst Berger Toni beigetragen hat. Aber die Referate arbeiten ja sehr gut zusammen. Aber wir haben einen sehr guten Nachwuchs, ob es im Kinder- oder Schülerbereich ist. Dann haben wir mehrere Jugendliche, wo es in den Stützpunktschulen sind. Unter anderem die Tochter vom Triathlonverband, Obmann von Wolfgang. Die Tochter hat heute in Stams als Biathletin wieder. Genau, die Lilli. Angefangen, die Lilli, genau. Und dann haben wir, glaube ich, 6 Athletinnen und Athleten im Bundesheer. Die brauchen natürlich die Förderung, ob es Polizei, Bundesheer, Zollwache ist. Und da waren ja 4 qualifiziert für die Junior-Weltmeisterschaft, die Lara Wagner, unter anderem auch, 2 haben leider nicht fahren können, die Gantl Anna, was ja sehr erfolgreich ist schon, die hat leider Corona eingeholt und der Hechenberger Andi hat sie nicht impfen lassen und denen ist die Einreise nach Amerika untersagt worden, so hat er daheim bleiben müssen, aber die Lara Wagner, glaube ich, ja nächste Woche bei ihrem ersten IBU-Cup dann. Heute. Heute. Heute Vormittag, wie den ersten IBU-Cup. Die IBU-Cup ist die 2. Liga, also hinter dem Weltcup gleich die nächste Liga. Heute war Sprintbewerb und hat den Sprung in die Verfolgung geschafft. Ist 50. geworden, also 4 Alter, echt sehr, sehr gut. Na, also der Nachwuchs ist schon da.
Sehr gut. Michael, bei euch, das Fußballtraining spielt sich ja nicht nur am Kitzbüheler Fußballplatz ab, sondern auch im Ausland, denn ihr seid immer wieder mal auf Trainingslagern mit den Kindern unterwegs. Ja, das ist richtig. Das, heute sagt man in den Firmen Teambuilding dazu. Wir nehmen bis zu 60 Kinder mit auf ein Trainingslager. Und dort haben wir schon ein sehr gutes Teambuilding. Also die Freundschaften fürs Leben entstehen dort. Und die Elfjährigen blicken dann schon zu den 15-Jährigen auf. Und so haben wir ein sehr gutes Vereinsleben, eine Stärkung des Vereinslebens und des Zusammenhalts. Weil wir haben also nicht nur ein Ziel, nämlich die fußballerische Ausbildung, sondern auch den sozialen Aspekt, den wir leben. Wir nehmen jeden und trainieren jeden. Und da ist jeder herzlich willkommen. Und braucht man allein schon, weil wir immer Mannschaften bilden müssen. Und um die raufzubringen bis zur U18, muss man natürlich einen Kader groß halten. Und das macht es einerseits schwer, die Arbeit für die Trainer, aber gleichzeitig sehr lohnend, weil man wirklich Freundschaften fürs Leben initiiert und sozialen Gedanken ganz massiv leben muss, auch als Trainer. Und auch die Kinder dann über einen sehr langen Zeitraum begleiten kann wahrscheinlich. Richtig, teilweise sehen die Trainer beinahe so viele wie die Eltern. Ja, wir werden gleich noch ein bisschen weiter plaudern über den Nachwuchssport in Kitzbühel. Zunächst schauen wir uns allerdings die offizielle Ankündigung für den Triathlon-Europacup 2022 in Kitzbühel an. Wir sind zurück mit Michael und Manfred und sprechen über den Nachwuchssport in Kitzbühel. Michael, wo kann man sich denn als Elternteil melden, wenn man sich denkt, das eigene Kind hätte möglicherweise Interesse am Fußballspielen? Im Prinzip denkt man einfach zum Fußballplatz rauskommen. Dort ist immer Trainingsbetrieb, speziell jetzt. Wir sind jetzt schon draußen im Freien beim Hauptplatz. Und ansonsten über die Homepage E-Mail an unser Büro. Und das wird weitergeleitet und der richtige Trainer meldet sich dann bereits. Und da kann man ab Kinderwagen, Alter oder wann geht es da los? Wann darf man die Kleinen auf den Platz stellen? Ja, wir sind ein bisschen vorsichtig, dass man nicht zu früh anfängt, weil sonst hat ein Bub, der dann 16 ist und mit 6 angefangen hat, bereits 10 Jahre Training hinter sich. Das kann ein bisschen viel sein. Aber tatsächlich haben wir quasi einen Fußballkindergarten, den ich die Ehre habe, dann ab Sommer zu leiten. Und da nehmen wir 5-Jährige, auch 4-Jährige, wenn der wirklich auch Interesse hat. Er muss schon ein bisschen was mit dem Ball machen wollen. Ich habe da schon gesagt, ich bringe dann meinen 5-jährigen Jakob vorbei. Viel Spaß wünsche ich dir damit. Manfred, vielleicht die Frage an dich oder an euch beide. Triathlon im Juni in Kitzbühel, wie wichtig ist es auch, solche Veranstaltungen im eigenen Ort zu haben, wo man vielleicht den eigenen Nachwuchs mal mitnehmen kann? Die sehen dann, wie es den Spitzensportlern ergeht. Gibt es auch ein bisschen Motivation für die eigenen Nachwuchsathleten? Der Triathlon ist, glaube ich, auch für eure anderen Vereine sehr wichtig, weil Kinder fangen vielleicht im Triathlon-Sport an und wechseln dann, und so soll es ja sein. Ich selber im Biathlon-Referat habe, glaube ich, 3 oder 4 Kinder, wo es das Problem oft haben, sollen sie da hingehen, weil sie beim Triathlon-Verein sind, und die machen da alle mit beim Triathlon dann selber. Und der Triathlon ist, glaube ich, für eure Vereine sehr wichtig. Oder das Vereinsleben in Kitzbühel ist generell sehr gut, und unter anderem arbeiten wir sehr gut zusammen. Wir zum Beispiel trainieren da am Fußballplatz im Sommer, laufen unsere Runde um den Fußballplatz, und ich glaube, das passt gut so. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, Michael, die mich persönlich sehr interessiert. Wie lästig sind denn eigentlich die Eltern bei den Kinderfußballturnieren? Eine schwierige Frage, vor Jahren mittlerweile ganz gut systemisch gelöst. Grundsätzlich lebt man ja von den Emotionen im Fußball und von den Emotionen der Eltern natürlich auch, weil die sind ja die wirkliche Hilfe für die Trainer, dass die Mannschaft dabei zusammen bleibt, dass die Kinder zum Training gehen, auch wenn es einmal ein bisschen Regen oder kalt ist, so wie jetzt im März, da haben wir jetzt schon, ich trainiere U13, U14, wir haben bis zu 20 Buben, die trainieren, und da braucht man die Eltern. Aber die Emotionen gehen dann bei den Matches oft durch, nicht? Jeder hat natürlich sein Goldkind dabei.
Und das muss man systemisch lösen. Man hat die Emotionen rausgenommen, indem man bis zur U12 keine Tabellen macht. Die Ergebnisse sind sekundär. Es geht eigentlich dort darum, dass sie wirklich sehr früh anfangen, den Gegner zu respektieren und als Sportkameraden zu sehen und nicht als Gegner an und für sich. Und es geht um die Freude am Sport. Also wie vorhin gesagt, die Sozialisation ist bei uns schon einer der Hauptpunkte, warum wir das machen. Michael Manfred, vielen, vielen herzlichen Dank in diese Einblicke in den Nachwuchssport in Kitzbühel und natürlich viel Erfolg für die kommenden Sommer- und Wintersaisonen. Danke. Danke. Bitte. Alles Gute. Ciao. So, und bei uns gibt es jetzt noch einen kleinen Wechsel, denn wir holen noch einmal den Wolfgang Fuchs zu uns, den Obmann des Triathlon-Vereins in Kitzbühel. Wolfgang, komm an meine Seite. Abschließend frage ich dich nochmal, auf was freust du dich beim Triathlon an dem Wochenende am meisten? Am meisten freue ich mich heuer, dass wir wieder Zuschauer da haben werden. Ich glaube schon, dass wir das jetzt sagen können. Ich hoffe, dass wir die Pandemie jetzt dann überstanden haben. Es sind momentan andere Probleme weltweit, aber ich glaube, dass der Sport wichtig ist. Der Sport ist wichtig für den Nachwuchs, der Sport ist wichtig für uns, alle miteinander. Für uns ist die Organisation auch wichtig. Wir sind ein cooles Team. Wir werden jetzt die nächsten Monate dazu verwenden, dass wir wirklich uns genau vorbereiten, dass wir unsere Teilnehmer, unsere Gäste, die Athleten, die Eltern einfach ein cooles Wochenende bereiten. Und der Wetterbericht soll gut sein. Also ich glaube, da können wir uns drauf verlassen. Und sonst sind wir auch gerüstet. Nein, ich freue mich einfach letztes auf Jahr das. Letztes Jahr waren es ja an die 40 Grad, wenn du dich erinnern kannst. Ja, wir haben knapp 4000 Flaschen, halb Liter Flaschen Wasser ausgetrunken an die drei Tage. Und ich freue mich einfach auf das, dass wir wahrscheinlich wieder eine normale Veranstaltung haben. So ist es. Vielen, vielen Dank, Wolfgang. Also nochmal der Aufruf an Sie zu Hause. Melden Sie sich an, auch für den Jedermann-Triathlon, für die Tree Games, für die Kinder und. Falls Ihre Familie oder die Freunde diese Sendung verpasst haben, sie ist noch eine Woche im Internet unter k19.at oder oedrr.at anzuschauen. Und nächste Woche am Mittwoch melden wir uns dann mit der aktuellen Ausgabe von Österreich dreht am Rad, das Magazin. Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, wir sehen uns dann allerspätestens beim Triathlon in Kitzbühel. Danke fürs Dabeisein, bis bald und bleiben Sie gesund. Alles geben. Glaub an dich. Erste Bank Sparkasse Running.